Das Buch Genesis berichtet, dass Gott Noah eine Arche bauen lässt. Die biblische Geschichte der Sintflut handelt von Frevel und Sünde. Es regnet 40 Tage und 40 Nächte lang. Alle Brunnen der großen Tiefe brachen auf. Die Sintflut ist eine Art Umkehrung der Schöpfung. Alles Leben auf der Erde ist vernichtet. Fast. Die Sintflut vernichtet die gesamte Menschheit. Es ist eine Apokalypse. Zwei Wissenschaftler versuchen, das Geheimnis der Sintflut zu lüften. William Ryan und Walter Pittman beschäftigen sich seit 40 Jahren damit. In den Tiefen der Meere suchen sie nach Hinweisen. Und entdecken die Wahrheit. Solche Dinge geschehen nur selten im Leben eines Wissenschaftlers. Uns ist es passiert. Das könnte auf die Sintflut aus dem Buch Genesis hindeuten. Sommer 1970. Das 120 Meter lange Forschungsschiff Glomar Challenger kreuzt auf dem Mittelmeer. Der Meeresboden in einem Kilometer Tiefe soll untersucht werden. Einer der Wissenschaftler an Bord ist der 30-jährige Marinegeologe William Ryan. Der Beruf eines aktiven Meeresforschers ist voller Abenteuer. Unglaublich, dass man dafür auch noch bezahlt wird. Es ist nicht einfach, auf hoher See Daten zu sammeln. Die Arbeiter müssen den Hohlbohrer hunderte von Metern ins Wasser lassen und dann tief in den Meeresboden hineinbohren. Heraus kommen schlauchförmige Proben, die dann untersucht werden. Man bekommt einen 9 Meter langen Zylinder aus Schlamm. Der wird dann gleich im Schiffslabor untersucht. Aus einer einfachen Entdeckung wird für Ryan eine Lebensaufgabe. Das Geheimnis der Sintflut zu lüften. Bei der Untersuchung der Proben stößt Ryan auf ein außergewöhnliches Detail. Eine dicke Schicht Salz im Inneren des Bohrkerns. Dies kann nur eins bedeuten. Vor Millionen Jahren muss das Mittelmeer fast ausgetrocknet gewesen sein. Das Meer muss damals nahezu komplett ausgetrocknet gewesen sein. Ein erstaunliches Resultat. Vor 5 Millionen Jahren war das Mittelmeer ein trockenes Wüstenbecken. Es war durch eine Landbarriere bei Gibraltar vom Ozean getrennt. Diese Entdeckung war ein glücklicher Zufall. Wir wären da nie drauf gekommen. Nun stellt sich Ryan die nächste Frage. Wie füllte sich das Mittelmeer mit Wasser? Die Antwort liegt wieder bei den Sedimentproben. Sie zeigen, dass es sehr schnell passiert sein musste. Die Barriere zwischen dem Mittelmeer und dem Ozean war aufgebrochen und das Wasser flutete hinein.
Das Mittelmeer verwandelte sich innerhalb kürzester Zeit von einem Wüstenbecken in ein kilometertiefes Meer. Am Lamont Doherty Earth Observatory in der Nähe von New York bespricht Ryan den Fund mit seinen Kollegen John Dewey und Walter Pittman. Ryan, Dewey und ich haben zusammen an einem wissenschaftlichen Problem gearbeitet. Als Ryan uns seine Entdeckung mitteilte, lachte Dewey und sagte, naja, vielleicht ist das die Erklärung für die biblische Sintflut. Natürlich nicht. Vor 5 Millionen Jahren gab es noch keine Menschen. Wir lachten, weil dieses Ereignis viel zu lange her ist. Aber Dewey überlegt weiter und stellt eine Frage, die Ryan und Pittman schließlich 40 Jahre lang beschäftigen wird. Könnte die Sintflut nicht durch ein ähnliches geologisches Ereignis erklärt werden? Eine provokante Hypothese. Ryan und Pittman können nicht widerstehen. Ryan und ich haben darüber gesprochen und dann beschlossen, die geologischen Daten dahingehend auszuwerten. Die beiden Wissenschaftler machen sich daran, das Geheimnis, um eine Legende des Alten Testaments zu lüften. Noahs Sintflut. Gott erscheint Noah und teilt ihm mit, dass er vorhat, wegen der Freveltaten der Menschen die Welt zu zerstören, um mit Noah noch einmal von vorne zu beginnen. Noah baut eine Arche und nimmt von allen Landtieren je ein Paar mit sich. Dann kommt die Flut. Nach der Schöpfung hatte das Wasser zunächst seinen festen Platz. Doch nun bricht alles auf und das Wasser steigt immer höher. Als der Sturm nachlässt, strandet die Arche auf einem Berggipfel. Noah schickt erst einen Raben und dann eine Taube los, um nach Land zu suchen. Nach der Flut kommt Noah mit seiner Familie aus der Arche und Gott verspricht ihnen, dass die Welt niemals wieder durch Wasser zerstört werden soll. Als Zeichen dafür haben wir den Regenbogen. Die Genesis berichtet, dass die Arche im Gebirge Ararat auf Grund lief. Das Gebirge Ararat liegt in der Türkei, südöstlich des Schwarzen Meeres. Gerüchte besagen, dass die fossilen Überreste der Arche in dieser schiffsähnlichen Gesteinsformation zu finden sind. Doch die Experten sind nicht überzeugt. Niemand hat bislang die Arche gefunden. Ich glaube auch nicht, dass das jemals gelingen wird. Noah hätte aus den Brettern der Arche Häuser und Ställe gebaut. Wir sollten also eher nach Noahs Haus suchen als nach seiner Arche. Viele glauben, die Berichte aus der Genesis sind nicht mehr als ein Mythos. Doch Ryan und Pittman sind anderer Meinung. Sie vermuten, dass eine katastrophale Flut dahinter steckt, ähnlich der im Mittelmeer vor 5 Millionen Jahren.
Zunächst müssen sie herausfinden, wo diese Flut stattgefunden haben könnte. Sie suchen nach einem Meer, das bei einem niedrigen Meeresspiegel vom Ozean getrennt gewesen und ausgetrocknet sein könnte, um schließlich wieder geflutet zu werden. Es musste ein eher wasserarmer Ort sein, der, wenn man ihn vom Ozean trennte, mit hoher Wahrscheinlichkeit austrocknete. Sie suchen weiter. Nach ausgiebigen Recherchen finden sie endlich ein Gewässer, das den Anforderungen genügt. Das Schwarze Meer. Das Schwarze Meer hat nur eine Verbindung zum Ozean, den Bosporus. Der Bosporus verbindet das Schwarze Meer mit dem Marmara-Meer. Es entspricht den Bedingungen für eine Flut. Wenn das Schwarze Meer jemals ausgetrocknet war und bei ansteigendem Meeresspiegel wieder mit dem Ozean verbunden wurde, hätte dies katastrophale Konsequenzen gehabt. ...1971 beschließen die beiden Wissenschaftler, dort nach faktischen Beweisen für die Flut zu suchen. Doch es gibt ein großes Hindernis. Das Schwarze Meer war für die Sowjetunion strategisch wichtig. Während des Kalten Krieges war es für Amerikaner problematisch, dort einzureisen. Erst 20 Jahre später, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, können Ryan und Pittman ihre Suche fortsetzen. Wir haben die Idee hinten angestellt und 20 Jahre lang gewartet. New York 1993. Der Kalte Krieg ist vorbei. Am Lamont Doherty Earth Observatory öffnet Bill Ryan seine Post. Er entdeckt einen seltsamen Umschlag. Es waren Briefmarken drauf, die ich noch nie gesehen hatte. Aus Bulgarien. Das war erstmal ziemlich spannend. Der Brief ist von einem bulgarischen Meeresforscher, Dr. Petko Dimitrov. Er hat von Ryans Interesse an der Sintflut gehört und vermutet, eine katastrophale Flut habe einst das Schwarze Meer entstehen lassen. Es ist ein Weckruf für Ryan. Vielleicht ließ sich diese wilde Hypothese der Parallelen zwischen dem Schwarzen und dem Mittelmeer wirklich beweisen. Ryan will unbedingt eigene Untersuchungen anstellen. Doch dazu braucht er ein Forschungsschiff und eine Crew. Einige Wochen später hilft ihm erneut das Schicksal. Er erhält den Brief eines Teams russischer Meeresforscher. Sie laden ihn zu einer Forschungsreise am Schwarzen Meer ein. Das ist seine Gelegenheit. Als diese Einladung kam, habe ich keinen Augenblick lang gezögert. Ryan und Pittman fliegen nach Moskau und dann weiter an die Schwarzmeerküste zum Hafen von Gelenschik. Sie besteigen das Forschungsschiff Aquanaut. Die Aquanaut ist ein kleines, zu Forschungszwecken umgebautes Fischerboot. Die Leute an Bord waren wundervoll. Es hat ihnen gefallen, mit zwei netten Amerikanern unterwegs zu sein. Ryan und Pittman wollen beweisen, dass die Sintflut hier im Schwarzen Meer stattgefunden hat.
Dazu müssen sie nachweisen, dass der Wassereinbruch sehr schnell geschah und erst in den letzten 10.000 Jahren, sodass ein Mensch wie Noah ihn überleben konnte. Sie haben dazu nur 2 Wochen Zeit. Wir verließen wie geplant den Hafen und fuhren zum Rand des Kontinentalsockels. Zunächst lassen Sie ein fortschrittliches Seitensicht-Sonargerät zu Wasser. Es generiert ein genaues Bild des Meeresbodens. Beep, beep, beep. Mit diesen Impulsen erhält man verschiedene Frequenzen. Sie werden vom Meeresboden reflektiert, dann aufgezeichnet und ausgewertet. Auf der Aquanaut überwachen Ryan und Pittman wissbegierig die Daten. Bei einem langsamen Wassereinbruch hätten die Wellen die Küsten abgetragen. Bei einer schnellen Flut dagegen müssten Spuren der alten Küstenlinie zu finden sein. Der Erfolg kommt schneller als erwartet. Nach nur einer Stunde entdeckten wir alte Flussufer und die Sanddünen einer früheren Küste. Die oberen Sedimente ließen auf eine Küstenverlagerung in kürzester Zeit schließen, einen extrem schnellen Anstieg des Meeresspiegels. Ryan und Pittman sehen die Überreste einer alten Küste, hunderte von Metern unter der Wasseroberfläche. Dies beweist, dass der Wasserpegel im Schwarzen Meer einstmals deutlich niedriger war als heute. Als das Schwarze Meer sich von neuem mit Wasser füllte, muss dies in sehr kurzer Zeit geschehen sein. Wäre der Meeresspiegel langsam angestiegen, hätten die Wellen die Dünen weggespült. Dies machte eine Flut sehr wahrscheinlich. Genau dies haben die beiden zu finden gehofft. Yahoo! Juhu, hurra! Das ist es, Bill. Das ist es. We've done it. Das könnte auf die Sintflut aus dem Buch Genesis hindeuten. Solche Dinge geschehen nur selten im Leben eines Wissenschaftlers. Uns ist es passiert. Der Wassereinbruch ins Schwarze Meer hatte also die Eigenschaften einer Sintflut. Doch wann hat er stattgefunden? Solide Hinweise müssen unterhalb des Meeresbodens gesucht werden. Mit Hilfe von Bohrequipment sammelt das Team der Aquanaut Proben. Darin finden sie Muscheln, die mit Hilfe der Radiokarbonmethode datiert werden können. Sie können die Frage beantworten, ob die Flut vor oder nach dem Erscheinen unserer biblischen Vorfahren geschah. Das sind Proben aus dem Boden unterhalb des Schwarzen Meeres. Das ist wie eine Zeitmaschine. Geübte Augen sehen hier ganze Epochen nebeneinander aufgereiht, in denen Meereskreaturen gelebt haben. Das hier ist die Zeit der Flut. An diesem Punkt mit der Farbveränderung hat sich der Süßwassersee in ein Salzwassermeer verwandelt. Aus dieser Schicht entnimmt Ryan Muschelproben. Sie werden in die USA gebracht,
und mithilfe der Radiokarbon-Methode datiert. Wenn die Muscheln jünger als 10.000 Jahre sind, hat die Flut im gleichen Zeitfenster wie die Sintflut stattgefunden. Die Wissenschaftler reisen nach Moskau, um nach New York zurückzufliegen. Doch dort gibt es ein Problem. Ihre Expedition hat die Aufmerksamkeit des russischen Geheimdienstes erregt. Kurz nach ihrer Ankunft öffnet sich die Tür zu Pittmans Zimmer und ein Mann tritt ein. Er fragte mich in perfektem Englisch: Entschuldigung, sind Sie vielleicht im falschen Zimmer? Wir sagten: Nein. Er sagte: Tut mir leid, das muss ein Versehen an der Rezeption gewesen sein. Er ging und ich sagte zu Bill: Der war vom KGB. Pittman vermutet, dass man ihr Zimmer durchsuchen will. Ich ging zum Abendessen runter und als ich ein paar Stunden später zurückkam, klopfte ich laut an die Tür. Sie waren drin gewesen. Pittman stellt fest, dass Gegenstände bewegt worden sind. Doch wieso? Ein halbes Jahrhundert lang war die Sowjetunion offiziell ein atheistischer Staat. Wenn Ryan und Pittman beweisen, dass die Sintflut real war, könnte dies den Glauben neu entfachen. Ryan macht sich Sorgen, dass die wertvollen Proben aus dem Schwarzen Meer konfisziert werden. Darum bittet er seine russischen Kollegen, sie zu verwahren und nach New York zu schicken, sobald sich die Lage beruhigt hat. Zum Glück sind seine Befürchtungen unberechtigt. Die zurückgelassenen Proben treffen in New York ein. Ryan schickt die Muscheln zur Radiokarbon-Datierung. Sie werden preisgeben, wann der Wassereinbruch im Schwarzen Meer stattgefunden hat. Wochen später erhält Ryan die Ergebnisse. Glenn Jones rief mich an und sagte: Bill, ich habe die Ergebnisse. Ist das ein Trick? Ich fragte: Wie meinst du das? Er fragt: Sind die Muscheln alle von der gleichen Probe? Ich sagte: Nein. Er sagt: Sie sind alle gleich alt. 7200 Jahre. Doch eine wichtige Frage bleibt: War die Flut wirklich eine Katastrophe? Ryan und Pittman widmen ihre Aufmerksamkeit der Quelle des Wassereinbruchs, dem Bosporus. Der Bosporus fließt mitten durch die alte Stadt Istanbul. Es ist die einzige Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem Ozean. Ist das Wasser hier wirklich schnell genug eingebrochen, um eine Flut biblischen Ausmaßes zu erzeugen? Wie sieht so ein Wassereinbruch aus? Können wir das nachvollziehen? Ist es ein Rinnsal oder eine Flut? Ryan und Pittman brauchen einen Maßstab. Der Wasserdurchfluss an den Niagara-Fällen liegt bei 88 Kubikkilometern jährlich. Lässt sich der Wassereinbruch am Bosporus damit vergleichen?
Der Bosporus ist etwa 800 Meter breit und nur 30 Meter tief. Trotzdem fließt sehr viel Wasser hindurch. Während der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute. Der See im Schwarzmeerbecken war vom Mittelmeer komplett abgeschnitten. Als sich die Erde erwärmt und das Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel. Der Bosporus füllt sich mit Salzwasser aus dem Ozean. Schließlich bricht das Wasser einen Kanal durch die Landbarriere. Meerwasser fließt hindurch und in den See hinein. Gemessen an der Weite und Tiefe des Kanals gleicht er einem engen Rohr. Pittman errechnet, wie schnell das Wasser hindurchfließen würde. Er kommt auf 9.000 bis 18.000 Kubikkilometer pro Jahr. Eine beachtliche Zahl. Im Vergleich ist das sehr viel. Der Wasserdurchfluss des Hudson River liegt bei nur 100 Kubikkilometer pro Jahr. Der Nil ebenfalls. Der Wasserdurchfluss entspricht also hunderten Niagara-Fällen. Eine solche Flut hätte in der Tat katastrophale Folgen. Eine solche Flut würde man mindestens 100 Kilometer weit hören und die Erde würde erzittern. Das muss den Leuten Todesangst bereitet haben. Um der Flut zu entkommen, musste eine Familie jeden Tag einen halben Kilometer landeinwärts wandern. Tag für Tag für Tag. Ohne Pause. Ohne Urlaub. So lange, bis das Schwarze Meer um 50 Meter gestiegen war. Nachdem sich der Wasserpegel angeglichen hat, ist die Fläche des Schwarzen Meeres um 150.000 Quadratkilometer angestiegen. Eine solche Flut wäre in der Tat von biblischem Ausmaß. Jede Gruppe, die versucht, mit ihrem Vieh zu entkommen, wäre eine Mini-Arche. Es muss Hunderte von ihnen gegeben haben, die in verschiedene Richtungen ausschwärmten. Ryan und Pittman sind überzeugt, dass der Meereseinbruch in das Schwarze Meer eine Katastrophe war. Da sie im 6. Jahrtausend vor Christus geschah, könnte sie Menschen betroffen haben. Doch dafür gibt es noch keine Beweise. Sie müssen nachweisen, dass Menschen an den Ufern im Schwarzmeerbecken lebten, als die Flut kam. Ihre Spuren müssten in 100 Metern Tiefe auf dem Grund des Schwarzen Meeres liegen. Es wäre wundervoll, wenn man unter Wasser Reste der Siedlungen finden würde und passende Artefakte aus genau jener Zeit. Ryan und Pittman haben weder die Mittel noch das Equipment. Doch ihre Arbeit erregt die Aufmerksamkeit des renommiertesten Meeresforschers, Bob Ballard.
1985 entdeckte er das Wrack der Titanic. Um die Jahrhundertwende stellt er eine Expedition zum Schwarzen Meer zusammen. Dr. Dwight Coleman ist Teil des Teams. Eine von Ballards frühen Ideen war es, die alten Küstenlinien des Schwarzen Meeres nach Spuren menschlicher Siedlungen abzusuchen. Und nach Hinweisen auf frühere Kulturen, die von der katastrophalen Flut versenkt wurden. Das Team chartert ein Forschungsschiff. Die Northern Horizon. Mit Hilfe von Sonartechnik suchen sie nach möglichen archäologischen Stätten. Dann lassen sie ferngesteuerte Tauchsonden zu Wasser, um ein genaueres Bild zu erhalten. Diese werden über den Meeresgrund gesteuert. Sie schicken Bilder an die Oberfläche. Am vielversprechendsten ist die Stätte 82. Da unten ist kein Sonnenlicht. Es ist komplett dunkel. Darum brauchen die Tauchsonden Scheinwerfer. Damit sieht man 10 bis 20 Meter weit. Die Wissenschaftler treffen sich im Steuerraum, um die Bilder vom dunklen Meeresgrund anzusehen. Für uns war das, wie wenn man an Weihnachten Geschenke auspackt, um nachzusehen, was drin ist. Die Wissenschaftler sind verblüfft beim Anblick der Bilder. Steinblöcke, vermutlich von Menschen geformt. Mögliche Werkzeuge und Überreste aus Holz. Das Team vermutet, Hinweise für eine menschliche Besiedlung gefunden zu haben. Wir nannten es scherzhaft Noahs Haus. Wir waren ziemlich aufgeregt, weil wir nicht sofort wussten, was das ist. Wenn diese Stätte wirklich ein Haus ist, beweist das, dass vor der Flut Menschen am Ufer des Sees wohnten. Um Hinweise auf menschliche Besiedlung zu finden, lässt das Team die Tauchsonde Little Herc Proben am Meeresgrund sammeln. Kleine Holzfragmente werden aufgeschaufelt und an die Oberfläche gebracht. Sie werden zur Radiokarbondatierung versendet. Die Erwartungen an die Ergebnisse waren ziemlich groß. Ich hörte von den Entdeckungen an Stätte 82 und war sehr interessiert. Doch die Ergebnisse sind enttäuschend. Die Proben sind nicht älter als ein paar hundert Jahre. Das Artefakt ist nur altes Fischereigerät. Wenn es Beweise für menschliche Siedlungen gibt, bleiben sie versteckt im dunklen Wasser des Schwarzen Meeres. Aber Ryan und Pittman lassen sich nicht entmutigen. Sie brauchen Beweise dafür, dass Menschen von der Flut betroffen waren. Wenn es dort Menschen gab, muss es Hinweise darauf geben, wie sie auf ein solches Ereignis reagierten. Da sie unter Wasser keine Beweise finden, suchen sie an Land weiter. Jeder, der in der Nähe des Schwarzen Meeres wohnte, hätte alles verloren. Wenn die Küste besiedelt war, wären die Menschen für immer entwurzelt gewesen. Es ist naheliegend, entlang der heutigen Schwarzmeerküste nach diesen entwurzelten Siedlern zu suchen.
Ryan und Pittman widmen sich der Archäologie. Sie suchen nach Hinweisen auf Menschen, die um 5000 vor Christus aus dem Nichts erschienen. Interessant ist hierbei das Gräberfeld von Varna an der bulgarischen Küste. Dort wurde ein großer prähistorischer Friedhof gefunden. In den Gräbern liegen geschichtlich bedeutende vollständige Skelette und Grabbeigaben. Das Gräberfeld von Varna wurde etwa 4500 vor Christus angelegt. Kurz nach der Flut im Schwarzen Meer. Die Gräber enthalten kostbare Schätze. Fast 6 Kilogramm bearbeitetes Gold. Das älteste, das bislang gefunden wurde. Es liegt im Archäologischen Museum in Varna. Doch in der Nähe von Varna gibt es keine weiteren Hinweise auf diese Kultur. Sie scheint plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Man findet kein bearbeitetes Gold, auch keine primitiveren Vorläufer davon. Woher also kam es? Ryan und Pittman schließen daraus, dass das Gold von Varna der von ihnen gesuchte Hinweis ist. Auf eine Zivilisation, die von der Flut im Schwarzen Meer verdrängt wurde. Nun stellt sich noch eine letzte Frage. War diese Flut wirklich die Sintflut aus der Bibel? Zurück in New York konsultieren Ryan und Pittman die Bibel für weitere Hinweise. Es steht nicht geschrieben, wo die Flut begann. Doch die Geschichte der Arche folgt kurz auf jene von Adam und Eva. Die Flut muss also in der Nähe des Garten Eden stattgefunden haben. Niemand hat bislang nachgewiesen, wo Eden lag. Ryan vermutet, der See im Schwarzmeerbecken sei jenes Paradies gewesen. Ich denke, der Süßwassersee im Schwarzmeerbecken war eine Oase. Mit ein bisschen Fantasie, ein Garten Eden mit Landwirtschaft, Handel. In which you could have agriculture trade, develop the art of maybe working some metals. Das Buch Genesis berichtet von 4 Flüssen, die aus dem Garten Eden flossen. Einer von ihnen erweckt Ryans Aufmerksamkeit. The rivers are named. Einer der Flüsse trägt den Namen Pishon. Er fließt durch ein Land voller Gold. Das Gold ist also auch in der Legende. Dies könnte die Schätze in den Gräbern von Varna erklären. Vielleicht haben die Bewohner des Landes am Fluss Pishon ihr Gold mitgenommen, als sie vor der Flut flohen. Die Artefakte lassen auf eine außergewöhnliche Zivilisation schließen. Wunderschöne goldene Objekte, die ältesten der Welt. Die Legende spricht von Gold. What's gold doing in this story? Das Gold von Varna könnte der Beweis für eine von der Flut geflohenen Gruppe sein. Doch hat sie auch größere Teile der Menschheit betroffen, so wie die Sintflut?
Seit Anbeginn der Menschheit waren wir Jäger und Sammler. Dann haben wir begonnen, Pflanzen und Tiere zu domestizieren. Diese Revolution geschah in Europa um 5000 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt kamen den Archäologen zufolge Bauern aus dem Osten, die Europa sehr schnell kolonisierten. Die neolithische Revolution geschah gleichzeitig zur Flut im Schwarzen Meer. Ist das ein Zufall? Ryan und Pittman bezweifeln es. Sie entdecken, dass die Samen und Tiere der frühen Farmer ursprünglich aus der Schwarzmeerregion stammen. Die Tiere, die man nach Europa brachte, waren genetisch betrachtet aus der Türkei und Syrien. Die DNS der Getreidekörner stammte ursprünglich aus Anatolien. Alles, was nach Europa kam, stammte aus der Schwarzmeerregion. Eine verblüffende Erkenntnis. Ryan und Pittman konsultieren noch einmal das Buch Genesis. Gott befahl Noah, zwei von jeder Tierart in die Arche aufzunehmen. Vielleicht ist die Arche in der Bibel eine Art Code. Sie erklärt, was Bauern bei einer katastrophalen Flut mit sich nehmen mussten. Wir haben generationenlang Samen und Nutztiere gezüchtet. Sie sind unbezahlbar. Ist die Arche also ein Symbol für die Entwurzelung und die Mitnahme bäuerlicher Errungenschaften? Eine überwältigende Theorie. Nach 40 Jahren ist die Suche von Ryan und Pittman noch immer nicht beendet. Erst ging es um die Flut und dann um ihre Auswirkungen. Die Faszination dafür hört nicht auf. Was ich am meisten bedauere, Bill, ist, dass ich keine weiteren 40 Jahre mehr habe, um mit dir zusammenzuarbeiten. Ich genieße auch die nächsten 40 Tage und Nächte. Das ist gut. Bislang ist die Theorie vom Wassereinbruch im Schwarzen Meer nur eine Theorie. Der mögliche Beweis liegt tief unter dem Meer. Eine neue Generation von Forschern führt die Suche fort. Die Beweise liegen unter Wasser. Wenn wir sie finden, wird das weltweit großen Einfluss auf die Archäologie haben.